Un cordiale benvenuto al nostro Wir begrüßen pubblico ganz herzlich unsere Zuhörer und unseren Gesprächspartner, Professor Gabriele Costantino, bei diesem zweiten Austausch über das Thema einer gerechten Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten. Organisiert wurde er vom Forum Accademico Italiano Köln, der deutsch-italienischen Wirtschaftsvereinigung Mercurio und Villa Vigoni, deutsch-italienisches Zentrum für den europäischen Dialog, das uns über Frau Dottoressa Francesca Ziglio und Stefanie Westenweller tatkräftig unterstützt. Mein Name ist Simona Protti, ich bin die Geschäftsführerin der Vereinigung Mercurio. Gerne habe ich die Aufgabe wahrgenommen, dieses Interview zusammen mit Frau Dottoressa Paola Di John zu führen. Sie ist Fachärztin für klinische Pharmakologie sowie ärztliche Koordinatorin für die Digitalisierung im Krankenhauswesen. Im heutigen Rahmen vertritt sie als stellvertretende Vorsitzende das Forum Accademico Italiano. Davos im Januar 2022. Der chinesische Präsident gibt den Auftakt zum Weltwirtschaftsforum mit diesen Worten: Wir müssen zusammenarbeiten, um die Pandemie zu besiegen und eine gerechte und zügige Verteilung von Impfstoffen zu gewährleisten. Und fährt fort, die Länder müssen aktive und kooperative Forschung für die Entwicklung von Medikamenten betreiben, gemeinsam mehrere Schutzwälle gegen das Coronavirus aufbauen und die Bemühungen zur Bildung einer globalen Gesundheitsgemeinschaft für alle voranzutreiben. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat jüngst ärmeren Ländern eine verstärkte deutsche Hilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie zugesagt. Deutschland wolle beim Aufbau von Impfstoffproduktionen in Südafrika, Ruanda, Ghana und Senegal helfen, sodass in Zukunft dort auch Vakzine gegen Malaria und andere Tropenkrankheiten produziert werden könnten. Schulze kündigte zudem an, dass die globale Gesundheit ein zentraler Schwerpunkt der diesjährigen deutschen G7-Präsidentschaft sein werde. Während diese Ermahnungen und konkreten Verpflichtungen einen weiteren Zusammenbruch der Weltwirtschaft verhindern sollen, hat die Pandemie zweifelsohne zu einem neuen Verantwortungsbewusstsein für die globale Gesundheit geführt. Oder zumindest ein Bewusstsein dafür, dass die globale Gesundheit im Interesse aller liegt. Global Health oder Protektionismus? Unser Titel schließt bewusst mit einem Fragezeichen, das besagen soll, die globale Gesundheit ist nicht zwingend unvereinbar mit den nationalen Interessen. Hier gilt es, ein differenzierteres Bild zu skizzieren, um zu verdeutlichen, ob oder wie Markt- und Forschungsmechanismen sich der Forderung einer globalen Gesundheitsgemeinschaft für alle anpassen können. Professor Gabriele Costantino hat uns bereits im vergangenen Juni seine Bereitschaft signalisiert, unsere Fragen zu einer gerechten Arzneimittelverteilung während der Pandemie zu beantworten. Gabriele Costantino ist Professor für pharmazeutische Chemie und Leiter der Abteilung für Lebensmittel und Arzneimittel der Universität Parma. Derzeit ist er auch Assistenzprofessor an der INES, Universität für angewandte Wissenschaften in Ruwengeri, Ruanda. Er ist Vizepräsident der italienischen Chemischen Gesellschaft und ehemaliger Präsident der italienischen Abteilung für pharmazeutische Chemie. Er ist Koordinator der Nationalen Konferenz der Dekane der Fakultäten für Pharmazie. Seine Forschungsinteressen gelten der Entwicklung und Synthese von antibakteriellen Hilfsmitteln für die Veterinär- und Humanmedizin sowie der Forschung von Wirkstoffen aus natürlichen Quellen. Vor kurzem hat er ein Projekt zur Einführung von Qualitätsmedikamenten in der Republik Burundi gestartet. Meine erste Frage an ihn, ich zitiere aus einem Beitrag vom August 2020, Arzneimittel und Pandemie, ein Problem nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch ethischer Natur. Ich zitiere kurz: Die Verfügbarkeit von und der Zugang zu Arzneimitteln ist vielleicht noch mehr als der Zugang zu Lebensmitteln die Trennlinie zwischen Arm und Reich, Nord und Süd, Privilegierten
und Unterlegenen. Vor der aktuellen Pandemie stellte sich die Frage, wie die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen in die Lage versetzt werden können, ihre Bevölkerung mit wirksamen Medikamenten zu erschwinglichen Preisen zu versorgen. Jetzt, nach der Pandemie, hat sich die Situation insofern geändert, als die Nichtverfügbarkeit von Medikamenten für diese Länder eine Bedrohung für die Industrieländer darstellt. Globale Gesundheit ist nun eine sehr reale Dimension und kein rein abstraktes Konzept. Einer der Grundsätze einer globalen Gerechtigkeitsethik muss es sein, das eklatante Gefälle zwischen der Versorgung mit Gesundheitsgütern und Leistungen zwischen reicher Norden und armer Süden abzumildern. Meine Frage lautet, von folgenden Maßnahmen, die Abhilfe leisten können zu diesem Zweck, welche sind für Sie die kurzfristig, mittelfristig und langfristig sinnvollsten? Die Maßnahmen: temporäre Aufhebung des Patentschutzes, Zwangslizenzen, das Schenken von Impfdosen wie für das Programm COVAX, öffentlich-private Partnerships, zum Beispiel Gavi, Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung und Technologietransfer. Und falls letztere zutrifft, welche Rolle, welcher Beitrag sollte oder könnten die Hersteller leisten? L'apporto dei produttori, vale a dire dell'industria farmaceutica. Grazie. Grazie della domanda. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für die Frage und danke für die Einladung. Es ist eine große Freude und Ehre für mich, hier heute teilzunehmen. Das sind sehr wichtige Themen und Ihre Einleitung darauf, da haben Sie die Worte des chinesischen Präsidenten zitiert, wo er von einer globalen Gesundheitsgemeinschaft spricht. Ich denke, eine große Anzahl uns verfolgen diese Ziele, aber leider ist diese Idee erst dann aufgekommen, als die Gesundheit, die globale Gesundheit oder das Fehlen davon die Gesundheit einiger bedroht. Das sage ich nicht so sehr mit einem polemischen Ziel, sondern ich möchte wirklich Ihre Frage in einen Kontext stellen, eben zwischen Maßnahmen, kurzfristige Maßnahmen, längerfristige Maßnahmen. Kurzfristige Maßnahmen, das ist ganz klar, dass da es eine Ungleichheit gibt, eine strukturelle Ungleichheit gibt und eine technologische Ungleichheit in vielen Ländern des globalen Südens, sind die kurzfristigen Maßnahmen beinhalten ein Commitment seitens der Industrieländer, um Gesundheitsfürsorge zu liefern, Vakzine und Medikamente und so weiter. Jetzt sind Initiativen wie COVAX und Gavi stellen eine Form der Unterstützung dar, die sehr wichtig ist. Aber das muss gelten. Nur für die Wochen und Monate, die kommen. Das kann nicht zu einem andauernden Zustand sein. Wir müssen im Gegenteil diesen Zustand nutzen, um diese Unterstützung zu strukturieren und den Zugang zu den zu den Arzneimitteln zu gewähren. Und auch lebensrettende Medikamente und Fürsorgestellen. Man hat zumindest in Italien sehr viel oder genügend darüber gesprochen, dass die Vakzine vor allen Dingen, aber auch andere Medikamente patentgeschützt sind. Man hat darüber über diesen Patentschutz gesprochen oder ob die Aufhebung der Lizenzpflicht zugunsten von, man weiß nicht genau wem, eher ein Hindernis für die Verfügung von, ein Hindernis für die medizinische Fürsorgestellen sein könnte. Das ist ein sehr komplexes Problem. Man müsste das sozusagen separat diskutieren und strukturiert reflektieren. Ich denke aber nicht, dass das Problem ist, Patentschutz. Letztendlich
ist es eine handelsübliche, ein handelsüblicher Schutz. Es ist kein Wundermittel. Das Problem ist, gibt es jemanden, der in der Lage ist, diese mRNA-Vakzine zu produzieren, außer bestimmte Standorte? Hier versteht man nicht ganz, wie dieses Problem global angegangen werde, das Problem der Kühlkette. Wenn die Kühlkette nicht gewährt ist, hat es überhaupt Sinn, diesen Patentschutz aufzuheben oder zu Zwangslizenzen zu kommen? Das ist eine rhetorische Frage letztendlich leider. Das, was man tun müsste und das jemand genau gerade auch tut, den Sie zitiert haben mit einigen Ländern, unter anderem Ruanda, das sage ich mit großer Nähe, ist also der Technologietransfer. Denn diese Maßnahme erlaubt nicht nur die Pandemie einzudämmen. Ich möchte, dass die Zuhörer darüber nachdenken, über, gut, es gibt einen globalen Notstand, wir haben sehr darunter gelitten, wirtschaftlich, gesundheitlich, psychologisch. Aber von einem anderen Standpunkt ausgesehen wissen wir, dass die OMS eine Liste von sogenannten lebensrettenden Pharmaka, wie zum Beispiel Antibiotika, unterhält. Was bedeutet aber genau lebensrettende Medikamente? Nehmen wir irgendjemand von uns, ich in meiner Wohnung in Parma, wer uns zuhört, wer auf uns hört in Köln, was bedeutet denn ein lebensrettende Medikamente? Ist ein Mittel gegen die Harninkontinenz lebensrettend oder nicht? Nein, ich sage das ohne jede Polemik. Ein Medikament gegen die Harninkontinenz, muss man das als lebensrettend betrachten oder nicht? Stellt sich überhaupt diese Frage? Nein. Wenn ich so ein Medikament nicht zur Verfügung hätte, zum Glück habe ich das noch nicht nötig, aber sollte ich das, wenn ich dieses Medikament nicht hätte, würde ich natürlich sehr wütend werden. Wieso also soll man Millionen von Personen dieses Recht nehmen? Es geht also nicht nur um die Eindämmung von Ebola, HIV oder Covid, man redet natürlich auch darüber, aber man redet auch über ein verbreitetes Wohlergehen. Das, was ich sagen will, ist Zugang zu Medikamenten. Darüber werden Menschen glücklich, noch mehr als der Zugang zu Lebensmitteln oder zu einem erfreulichen Job. Wir müssen also die Produktion von Arzneimitteln dort, wo sie notwendig sind, gewähren. Mit Mechanismen, mit Regeln, mit Kosten, mit den Kosten, die diese Standorte leisten können. Eine Anmerkung. Wer in Afrika war, wer Afrika ein bisschen kennt, weiß, dass überall in Afrika auch die entlegensten Orte der Savanne oder der Vulkane, da findet man eine Coca-Cola-Büchse oder Pepsi-Cola-Büchse und ein Handy. Überall gibt es Feld für die Handys. Das Problem der Arzneimittel löst man also genauso, wie man das Problem von Nike oder Coca-Cola oder für die Handys gelöst hat. Sie waren sehr klar und ich würde jetzt Paolo Di Gion das Wort übergeben für die nächste Frage. Vielen Dank, dass Sie unterstrichen haben, dass das zentrale Problem Technologietransfer ist und diesen Ländern die Möglichkeit geben, einen technologischen Transfer zu machen. Zurück zu uns, zurück zu den Personen, die hier im Westen leben und auch an die Rolle, die wir haben als Verbreiter von Kultur. Da Sie ja Universitätsprofessor sind, wollte ich Sie fragen, glauben Sie, dass neben produktionsbezogenen Initiativen eine verstärkte oder bessere Integration dieser Themen in die Lehrpläne der Universitäten, zum Beispiel für junge Ärzte und oder Studenten der Pharmazie und der pharmazeutischen Chemie sinnvoll sein könnten? Gibt es, ich weiß das nicht mehr, ich, Jahre her war ich Studentin, gibt es bereits
bereits Lehrveranstaltungen zu diesem Thema in den Lehrplänen der italienischen Universitäten? Ja, natürlich ist es nicht denkbar, vorauszusehen oder Entwicklung zu planen, wenn es dann niemanden gibt, der in der Lage ist, dies alles umzusetzen. Die Bildung ist natürlich zentral. Leider nicht. In Italien zumindest gibt es noch keine engmaschige Verbreitung dieser Themen. Selbst wenn das Interesse natürlich wächst in diese Richtung. Paula, Sie haben das Thema Bioethik, die Zentren für Bioethik zitiert. Wir haben ein sehr aktives Zentrum hier in Parma, geleitet von renommierten Kollegen, die diese Themen behandeln, die natürlich auf viel Interesse stoßen bei uns und bei den Studenten. Ich sehe, dass es viel Interesse gibt bei den jungen Medizinstudenten oder Neo, die einen Abschluss gerade gemacht haben, die Studenten der Ernährungswissenschaften. Die interessieren sich für Praktika vor oder nach dem Abschluss in den Entwicklungsländern. Also dieses Interesse konsolidiert sich sicher. Das ist aber unsere Aufgabe als Lehrkräfte, dass das alles mehr strukturiert ist. Es geht nicht nur um Ethik oder um Interesse für die Sachen, die mit Menschen zu tun haben. Es ist auch ein wissenschaftliches Interesse. Ein Arzt, der in der Lage ist, der aktiv ist bei einer medizinischen Fürsorgestelle, hat natürlich Skills, die anders sind als bei einem Arzt hier in Parma. Also er muss lernen, andere Sachen zu machen und andere Problemstellungen zu verstehen. Es ist also eine globalere Bildung. Die Welt wird globaler. Leute, die aus anderen Kulturen kommen nach Europa, wir bewegen uns dorthin in anderen Ländern. Das muss systematisiert werden. Italien, wie immer, ist natürlich sehr proaktiv, emotional gesehen in diesen Dingen, aber etwas weniger aus einem strukturellen Blickwinkel ausgesehen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass die Zeiten reif sind für eine adäquate Lösung. Meinerseits versuche ich das zu machen, was den Abschluss in Pharmazie, in Medizin betrifft. Aber ich sehe, dass auch andere Fachgebiete sich in diese Richtung bewegen. Sie stanno adeguando. Also dieses ist eine Antwort, die uns Hoffnung gibt. Vielen Dank für diese positive Antwort. Das halte ich also fest, dass das an Struktur noch fehlt und dass weiterhin in diese Richtung gearbeitet wird. Simona, die nächste Frage. Ja, ich komme zurück auf das Thema Verteilungsgerechtigkeit 1, was wir im Juli vorigen Jahres gehabt haben. Da hatten wir Professor Dieter Birnbacher eingeladen, spezialisiert für Bioethik und ehemaliger Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer. Ich zitiere wieder. Er gab uns zu bedenken. Wir erleben eine Universalisierung der Verantwortung in mehrfacher Hinsicht. Auf der Zeitachse, also Verantwortung für künftige Generationen, für andere Spezies, aber auch in globaler Hinsicht. Er wollte sagen, er meinte, Gerechtigkeit, gerechte Verteilung können heute nicht mehr wie bei Platon auf den Staat beschränkt sein. Sie sind universell. Dies gilt auch für die Medizinethik. Globale Gesundheit. In der Medizin wird Gerechtigkeit in erster Linie als Bedürfnisgerechtigkeit verstanden. Sie richtet sich nach der Dringlichkeit des Bedürfnisses. Dieses Kriterium zeigt sich zum Beispiel in der Priorisierung der Impfstoffverteilung, der Staffelung nach Altersgruppen. Und er schloss damit, die Dringlichkeit wird an den Kosten der Folgen eines Nichthandelns gemessen.
je schwerwiegender die Folgen sind, desto dringender muss man handeln. Die Frage ist einfach, stimmen Sie mit dieser Definition der Gerechtigkeit in der Medizin überein? Dell'equità in medicina? Sì, direi che concordo da un punto di vista. Ich würde sagen, ja, dass ich operativ gesehen dem zustimme. Also das Handeln gemessen an den Konsequenzen fehlenden Handels müsste unser Handeln prägen, in der Tat, zumindest die Handeln, die mit dem mit der allgemeinen Gesundheit zu tun haben. Natürlich gibt es auch eine Komponente, ich denke, dass der Professor das genau weiß, es gibt natürlich eine Komponente des individuellen Wohlergehens, dass man auch an den eigenen Glückszustand gemessen wird. Es gibt keine Skala sozusagen für das Wohlergehen, für die Wahrnehmung von seiner selbst in der Welt, je nachdem, ob einer in Deutschland oder in Uganda oder in Argentinien geboren ist. Wenn wir über globale Gerechtigkeit reden wollen, über einen einzigen, über eine Einheit, über eine einzige Gemeinschaft der Bevölkerung dieser Erde, dann müssen wir jedem das gleiche Gefühl von Glück geben. Es gibt viele Unterschiede, die latent sind in den allgemeinen Betrachtungen, aber im Hinblick auf Maßnahmen für die allgemeine Gesundheitsfürsorge bin ich einverstanden. Natürlich, man muss priorisieren, indem man ganz klar im Kopf hat, welche die Konsequenzen eines Nichthandelns wären. Einen ganzen Kontinent ohne Vakzine zu lassen, wäre natürlich fatal, aber natürlich die Hypothese, also wenn man einen ganzen Kontinent ohne Vakzine lässt, ist nicht so klug. Mit einer Pandemie, mit den Schwierigkeiten der Atemwege, mit so vielen Kranken jeden Tag. Ja, in der Tat denke ich, dass es wirklich so ist. Die globale Welt letztendlich ist kleiner geworden, denn die Pandemie ist überall. Also wir leben in einer und handeln in einer globalen Welt, aber die Pandemie hat uns alle näher gebracht, die Kontinente näher gebracht, so könnte man das sagen. Vielen Dank. Also, Paola, ich denke, du stellst jetzt die nächste Frage. Ja, ich habe eine weitere, eher spezifische Frage über die klinischen Studien betrifft. Das heißt, die Studien bevor die Arzneimittel auf den Markt gekommen ist. Bei klinischen Studien zur Entwicklung von Arzneimitteln werden häufig bestimmte Bevölkerungsgruppen von der Teilnahme ausgeschlossen. Oder es sind ganz wenige, zum Beispiel Afroamerikaner, Latinos und so weiter, aber nicht nur sie. Und viele Jahre lang hat man über das Gendern gesprochen, über die Teilnahme von Frauen oder von älteren Personen an diese Studien. Und die hat man ausgeschlossen, um die Variabilität bei der Integration der Daten zu verringern. Glauben Sie, dass dieses Phänomen auch mit dem Begriff der Ungleichheit in Verbindung gebracht werden kann? Oder gibt es eben andere Gründe, die eben nicht wissenschaftlicher Art sind? Ich denke an die Wissenschaftler, die viele Jahre lang, seit sehr vielen Jahren verlangen, dass eben diese anderen Bevölkerungsgruppen auch teilnehmen, bei diesen klinischen Studien auch in Betracht gezogen werden. Ich möchte gerne verstehen, welche Gründe dafür zu nennen wären. Also, per capire che cosa c'è a monte, cioè quali sono i motivi potenziali. Ma, dunque, allora, parto dall'ultimo, poi dopo però torno a mi. Ich fange mit dem letzten an, um wieder rückwärts zu gehen. Ja, sicher gibt es eine europazentrische Vision des Ganzen, auch was die Gesundheit betrifft. Sie wissen natürlich, dass unter den Studenten und Kollegen der Pharmakologie, der Medizin,
eine Slide zirkuliert. Ich habe sie heute vergessen. Es wäre schön gewesen. Man zeigte eine Bronzestatue von Riace, dieser wunderschön gebaute Athlet. Und daneben steht ein fettleibiger alter Mensch. Das ist also der Unterschied zwischen der klinischen Studie und der realen Welt. Also es ist bei der Phase 1 ist das zu sehen, dieser Unterschied. Das ist eher ein Witz, eher witzig gemeint. Aber das Problem des Fehlens dieser Völkergruppen bei den Studien bezieht sich auf genetische Varianten. Es ist eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, am 17. Dezember wurde bekannt gegeben, dass das Abkommen für die Einrichtung einer afrikanischen Arzneimittelagentur ratifiziert. Das ist also das Äquivalent von FDA und EMA der Afrikanischen Union. 17 afrikanische Staaten haben also diese Vereinbarung unterschrieben und aktiviert sozusagen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ich hoffe, dass Afrika nicht wieder sich selbst lähmt. Aber ich denke, ich hoffe, dass es wirklich ein zentraler Schritt sein wird, um dieses Problem auch zu lösen. Die Arzneimittel müssen als wirksam validiert und als sicher validiert werden, in jenem Kontext, in dem sie eingesetzt werden. Ein Erstsemesterstudent der Medizin versteht das natürlich, das ist absolut notwendig, das muss nicht banalisiert werden. Das sage ich den Hörern, den Zuhörern. Ich denke, dass dies wirklich ein sehr wichtiger Schritt. Ich hoffe, dass Afrika nicht sich selbst wie manchmal zum Hindernis wird. Also ein zentraler Schritt auch, um diese Probleme zu lösen. Arzneimittel, die in ein bestimmtes Land gehen, müssen validiert als wirksam und sicher für diesen Kontext sein. Das ist ein Student des ersten Jahres der Medizin oder Pharmazie, versteht das sehr gut. Also das ist absolut notwendig. Dieser Aspekt muss absolut nicht banalisiert werden. Man muss darüber reflektieren. Aber zum Beispiel in Afrika der Südsahara sind die chemisch-klinischen Intervalle der einer normalen Blutanalyse anders als in Europa. Also mein Kollege in Ruanda hat basisch gesehen Anzahl von Leukozyten, die niedriger sind als meine. Oder aber der oxidative Zustand des Plasmas eines Afrikaners aus der Südsahara wesentlich höher ist als bei einem Kaukasier bei gleichem Gesundheitszustand. Also wenn ich ein Vakzin experimentiere und die Anzahl der Leukozyten messe und bei diesen Personen sind basisch ist die Leukozytenanzahl anders. Das ist natürlich ein Phänomen, was meine Statistik durcheinander bringt. Und das ist aber sicher keine globale Vision des Ganzen. Wir reden über Tausende und Tausende, Hunderttausende von Personen. Die ganze medizinische Literatur ist voller Beispiele über Variabilitäten der Immunreaktionen zwischen Eskimos, Japaner und so weiter. Das heißt, die Wirkung eines Medikaments noch mehr als die Wirkung eines Vakzins. Das Problem ist, dass die Medikamente, die nach Afrika kommen, nicht nur in Afrika, aber in Südsahara, Afrika der Südsahara, kommen, sind europäische Medikamente. Die wurden von der EMA oder von der FDA geprüft. Also ich würde jetzt den westlichen regulatorischen Behörden die Schuld nicht zuschieben, sondern man braucht afrikanische regulatorische Behörden. Man muss auch dort eben experimentieren in Afrika. Ich si faccia sperimentazione in Afrika. Grazie, un altro messaggio di speranza. Danke, wieder eine hoffnungsvolle Antwort oder eine optimistische Antwort. Vielen Dank.
Sì, anch'io ringrazio e concluderei anch'io che in realtà. Ich bedanke mich meinerseits und würde zusammenfassen, dass es umso wichtig ist, Entwicklung, die Forschung und Entwicklung und Produktion von Vakzinen in Afrika voranzutreiben. Anfangs sagten wir, haben ich die Frau Ministerin Schulze zitiert, indem sie sagte, dass man auch die Produktion von Impfstoffen gegen Malaria und anderen tropischen Krankheiten fördern muss und unterstützen muss, jetzt jenseits von der Pandemie, die uns beschäftigt. Ich möchte wieder aus Ihrem Beitrag zitieren, Arzneimittel und Pandemie. Sie schreiben, Farmaci in emergenza pandemica, im sogenannten globalen Süden, in Afrika, Südostasien und Südamerika, gibt es Krankheiten, viralen, bakteriellen und protozoischen Ursprungs, die oft endemisch sind und bei Millionen von Menschen Krankheit, Tod und Leid verursachten. Bei vielen dieser Krankheiten handelt es sich nicht um neu auftretende Krankheiten, wie zum Beispiel das Ebola-Virus, sondern um Krankheiten, die seit Jahrhunderten bekannt sind, wie zum Beispiel Malaria, die Schlafkrankheit und Masern. Warum wurde nie, das ist Ihre eigene Frage, warum wurde nie eine ähnliche globale Forschungs- und Investitionsanstrengung unternommen, um diese Krankheiten auszurotten? Von meinem Gesichtspunkt aus gesehen sind die Fernfolgen unseres eigenen Tuns oder Unterlassen können sich sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht leicht verdrängen. Die Klimafolgen zum Beispiel sind überraschend schnell bei uns eingetroffen, denken wir an die Hitzeopfern. Da müssen wir uns also nun aktiv werden. Das ist aus unserem eigenen Interesse, müssen wir aktiv werden. Ähnlich verhält es sich mit der Eindämmung der Pandemie auf globaler Ebene, da wir selbst bedroht sind, und zwar durch neue Varianten, die sich in entfernten Winkeln des Globus entwickeln. Eine mögliche Antwort auf die offene Frage des Beitrags könnte sein, dass wir Infektionskrankheiten, die nicht zu den neuen gehören, den sogenannten AIDS, als räumlich und zeitlich sehr entfernt wahrnehmen, ist für uns die Perspektive, an Malaria zu erkranken, so weit weg, dass unsere westliche Zivilisation sich gar nicht mehr so sehr bemüht, um in Forschung zu investieren, um diese Krankheiten einzudämmen. Also geht es hier um eine gewisse Verdrängung, könnte das der Grund sein? Potrebbe essere questo alla base? Credo che sia assolutamente così. Io questo lo dico. Ich denke, dass es sicherlich so ist, das sage ich immer meinen Studenten bei dem Unterricht. Die westliche Welt, viele von uns erinnern sich gar nicht mehr daran. Es gibt einen sehr schönen Film, Novecento, von Bernardo Bertolucci. Der wurde hier ganz in der Nähe von Parma gedreht, in der Ebene um Parma herum. Ich habe diesen Film vor wenigen Tagen gesehen, kam ich dazu. Die Lebensumstände in dieser Po-Ebene Anfang des 20. Jahrhunderts waren nicht so und anders als diejenigen, die ich heute in Ruanda vortreffe. Die Leute hatten keine Schuhe. Also die Kinder starben mit 5 Jahren an Scharlach oder an von Streptokokken verursachte Endokarditis. Und dann in den 50er, 60er Jahren wurden Europa und den Staaten wurden diese Infektionskrankheiten de facto ausgerottet. Man kann sich noch an Bronchitis zum Beispiel oder Lungenentzündung sich erinnern, aber dann wurden Antibiotika was etwas Selbstverständliches, etwas, was existiert, Punkt und aus. Aber es ist nicht so, Infektionskrankheiten. Aber wir hatten eine Art Waffenstillstand sozusagen in dieser Hinsicht. Wir haben das so empfunden. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt pessimistisch sein, aber die Zukunft sieht nicht so rosig aus. Und zwar wegen der Gründe, die Sie vorhin, Simone, genannt haben. Ich möchte jetzt ein bisschen was durcheinander bringen. Ich möchte was anmerken.
das AIDS-Virus, HIV, wenn wir einem Studenten fragen, einem Gymnasiasten fragen, wann ist denn dieser Virus aufgetaucht? Viele wissen nicht mal, worüber man redet. Wer gebildet ist, wird sagen, Ende der 80er Jahre. Das ist aber nicht wahr, das stimmt nicht, das ist absolut nicht wahr, denn bezeugt wurde dieser Virus beim Homo sapiens im Jahr 1905. Das heißt, dieser Virus war endemisch, hat sich verbreitet, hat seine Opfer gehabt, in Kongo, in Sambia, in Kamerun, also in jedem Teil Westafrikas, ohne dass wir hier davon Kenntnis genommen hätten. Dell'Africa, dell'Africa occidentale, senza che nessuno di noi ne avesse mai avuto il minimo sentore. Und was ist danach passiert? Poi è successo che Mobutu hat Ärzte aus Haiti zu sich gerufen, um die Impfkampagnen in Kongo voranzutreiben. Diese Ärzte aus Haiti sind erkrankt an HIV, sind wieder nach Haiti gekommen, haben das Virus nach Haiti gebracht. Das wurde von da aus nach Kalifornien sozusagen exportiert und dann ist das passiert, was wir alle kennen. Was will ich damit sagen? Krankheiten, die die Natur naturgemäß ausgrenzt, die explodieren plötzlich, weil wir auf die Natur einwirken. Also ein interkontinentaler Flug für uns ist ganz normal, ist in der tatsächlich eine Katastrophe für unsere Umwelt. Und dann sind wir sehr viel, wir sind viele auf dieser Welt. Und wir leben mit in Nähe der Tieren, also wörtlich oder auch im übertragenen Sinne. Das sind alles Sachen, die im Hinblick auf die normale Forschung über die Infektionskrankheiten natürlich nur zu anderen Epidemien führen kann. Non può far altro che portare insorgenza di altre epidemie in futuro. Insomma, questo. Ma quindi, se posso scavare un attimo nel suo pessimismo, ich möchte Ihr Pessimismus etwas weiter vertiefen. Bedeutet dies, es gab natürlich historische Pandemien, wir wissen das natürlich ganz genau, Pocken und so weiter, die Pest. Die verbreiten sich ja viel schneller natürlich im Vergleich zu der Vergangenheit. Gerade wegen der Mobilität, über die Sie gerade erwähnen. Meine Frage lautet, werden diese Infektionskrankheiten zunehmen in Zukunft im Vergleich zum 19. Jahrhundert, zum 20. Jahrhundert? Oh, al Novecento. A quelle del passato aumenterà. Adesso questo non è difficile fare previsioni. Es ist schwierig, da eine Prognose zu machen, da habe ich nicht die Kompetenzen, aber ich merke nur an, dass in den letzten 20, 30 Jahren 3 Pandemien stattgefunden haben, 3 sehr gravierende. Die 2 ersten, ja, die haben wir überwunden, mehr oder weniger gut, aber die waren natürlich da und diese dritte ist sehr stark, mit großer Wucht angekommen, selbst wenn sie schwach ist. Das heißt, ich denke, das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auf der Welt 2,5 Milliarden Personen. Heutzutage sind wir 8 Milliarden. Und wir können das nicht so tun, als ob das nicht auf übertragbare Krankheiten sich niederschlägt. Also die Dichte an Bevölkerung ist natürlich de facto ein Faktor der Übertragung von Krankheiten. Ja, also wir müssen wieder an die bakterielle und virale Infektionskrankheiten denken, die wir für 20, 30 Jahren vergessen hatten. Jedoch muss man auch sich daran erinnern, dass in den Schwellenländern Milliarden von Personen leben, deren Lebenserwartung
länger wird von Jahr zu Jahr. Und diese Personen haben ein Durchschnittsalter von 20, nicht von 50 Jahren. Und die unter Krankheiten leiden, nicht übertragbar sind. Also Tumor, Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck, Atemwegkrankheiten und so weiter. Diese Personen werden Behandlungen und Medikamente benötigen. Wir haben also nicht übertragbare Krankheiten nach dem Süden der Welt exportiert und der globale Süden schickt uns andere Krankheiten. Also das ist natürlich ein Zeichen der Globalität, ein interessantes Zeichen. Und da müssen wir auch eine globale Antwort finden. Interessante. A cui bisogna rispondere con un approccio globale. Grazie per questo. Vielen Dank für diese sehr detaillierte Antwort. Paula, möchtest du noch etwas fragen oder vielleicht zusammenfassen? Allora, intanto volevo ringraziare. Ja, ich möchte mich bedanken bei Herrn Gabriele Costantino für den Forum Italiano, für unsere Vorstandsvorsitzende Fiorella Ritucci, für Vorstandsmitglied Luciana Stortoni. Wir haben sehr viele Sachen gelernt. Ich möchte so zusammenfassen mit einer Überlegung, die natürlich integrierbar ist. Es gibt also einige positive Punkte, die Perspektive des Zuwachs der Infektionskrankheiten wurde bereits prognostiziert von anderen Wissenschaftlern. Ich denke, das hat eine gewisse Logik. Die Rolle der Natur, das wurde ja vorhin gesagt, also was unser Handeln wirkt sich auf die Natur aus. Das ist ein weiteres Problem, das wir lokal und global angehen müssen. Und eine Anmerkung, welche Rolle hat das haben die westlichen Länder. Wir denken wirklich, dass wir die Kontrolle haben. Mir stellte sich die Frage, weil ich mit einer Freundin gesprochen habe und wir haben diese Artikel gelesen, über die ich anfangs gesprochen habe, über die Tatsache, dass in Afrika gibt es nicht so viele Covid-Tote wegen eben dieses Durchschnittsalters. Dieses Durchschnittsalter, würde man fast denken, hat Leben gerettet. Das müsste man alles kontrollieren, aber wenn die Statistiken diejenigen sind, die man kennt, denkt man, dass die Durchschnittsalter in Afrika eine Art natürlicher Rettungsmechanismus war. Wir sind zu viele, also die Vulnerablen im Westen. Also wir haben hier im Westen den Reichtum, aber auch die Vulnerabilität. Das heißt, wir sind stärker angegriffen worden. Das heißt, woran kann man denken für die Zukunft? Ein Perspektivenwechsel in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir gehen jetzt von einem wissenschaftlichen Thema zu einem wirtschaftlichen Thema, also zum Kapitalismus über. Das wäre also meine Überlegung. Haben wir wirklich die Kontrolle oder aber nicht? Also es ist eine etwas provozierende Frage, das weiß ich. Quindi sì, questa sarebbe la mia riflessione. Siamo veramente noi ad avere il controllo oppure è una domanda un po' provocatoria, no? Però È una domanda provocatoria, ma che diciamo andrebbe fatta. Ja, aber das ist eine provozierende Frage, die sehr häufig und in mehrfacher Hinsicht gestellt werden müsste. Ich denke, dass von meinem kleinen Observatorium denke ich, dass es wirklich ein komplettes Fehlen von Aufmerksamkeit über diesen Aspekt der Durchschnittsalter in den Schwellenländern in Afrika. Man müsste darüber nachdenken, was bedeutet das für Äthiopien, Kongo, Tansania und Nigeria? Zusammen mehr als 1 Milliarde Personen, Durchschnittsalter 16 Jahre, 16, 18. Also Durchschnittsalter, ich wiederhole 16, 18. In Italien sind es 48, ein Durchschnittsalter und eine Lebenserwartung von 70 Jahren. 16 e un'aspettativa di vita di 70. Cioè io adesso chi ha un po' di ricordo di matematica. Einigen
Grundkenntnissen der Mathematik kann man diese Berechnungen schnell durchführen. Also die Idee, dass wir im Westen noch die Kontrolle, die Situation kontrollieren, ist eine Illusion. Wir sitzen einfach unsere Zeit ab. Wenn wir jetzt wenn ich ein bisschen distanziert das Ganze anschaue, dann sind wir völlig irrelevant in einem globalen Kontext. China und Indien haben schon ihre Rolle angenommen, haben sich als Ansprechpartner, also kulturell, ökonomisch, sozial gesehen, durchgesetzt. Jetzt wird Afrika kommen. Äthiopien hat 112 Millionen Bewohner. Vergleichen wir das einfach mit Deutschland. Manche sagen, dass ich mir etwas Illusionen mache über den globalen Süden. Unsere Prioritäten, was Wohlstand anbelangt, von Gesundheit, von Reichtum, passen nicht zu so vielen Millionen von Personen. Entweder kommen wir zu einer friedlichen Synthese oder die Synthese wird nicht friedlich sein. O se no, non sarà pacifica. Certo. Quindi, sicher, man muss also den Weg finden. Secondo me trovare il modo ci mancherebbe. Ja, den Weg zu finden, den Weg zu finden ist ein Must. Aber zumindest damit anfangen. Und vielleicht damit anfangen, Perspektivenwechsel oder uns selbst zuzugestehen, dass es einfach unterschiedliche Gesichtspunkte gibt. Das haben wir lange Zeit verdrängt und vernachlässigt. Aber es gibt unterschiedliche Gesichtspunkte. Es gibt Erwartungen, die anders sein können als unsere. Das ist nicht gesagt, dass unsere die richtigen sind. Ich bin der Erste, der unseren Wohlstand verteidigen will. Jeder von uns hält fest dran, aber andere dürfen sich das auch wünschen. Ja, das könnte ein sehr guter Abschluss sein. Vielen Dank. Grazie anche. Vielen Dank auch meinerseits. Es könnte vielleicht auch eine Befreiung sein, Befreiung von diesen Perspektiven, in denen wir gefangen sind. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Form der Weiterentwicklung. Grazie per Vielen Dank, dass Sie das erwähnt haben, Professor Costantino, seitens Mercurio, Deutsch-Italienische Wirtschaftsvereinigung. Vielen Dank an Villa Vigone, an Paola Di John und bis bald. E arrivederci. Grazie a voi, grazie. Buonasera.